herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren ersten Auftrag, unseren zweiten Auftrag abgeschlossen. Ja, und in dieser Folge machen wir einfach weiter, weil wir brauchen Kohle. Wir haben 9000. Ich möchte meinen ersten LKW kaufen. Wir waren in Salzburg nämlich das letzte Mal. Dort gibt es den nächsten Auftrag nach Graz mit einem Mercedes Kokosnussöl. Gibt es aber nur 3805 Euro. In Innsbruck gibt es 4613 und in München 4200. Dann würde ich sagen, fahren wir mit dem DAF von Innsbruck nach Salzburg nochmal die gleiche Strecke, weil wir brauchen Kohle, das ist ganz klar. Wir haben ja in der letzten Folge geguckt, da gab es den billigsten gebrauchten LKW gleich für 78.000, wenn ich mich nicht täusche. Und ich möchte ja, oder wir möchten ja logischerweise unseren ersten LKW kaufen oder besitzen allgemein, weil ich glaube, neue LKW können wir uns nicht leisten, die sind ein bisschen zu teuer aktuell. Das heißt, einfach nehmen wir mal weg. So, die brauchen wir abnehmen. Ja, in den letzten zwei Folgen ist mir nämlich ein Missgeschick passiert und Zander steht am Sitz 2 nämlich. Da müsst ihr mich echt entschuldigen, ich habe da vergessen, das Bild zu ändern. Aber ich glaube, das passiert mir jetzt kein drittes Mal mehr. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem Auftrag und fahren mit dem wunderschönen DAF hier. Zugubele. Mann, ich komme doch da nicht rum. Oh Gott. Doch wunderbar. Aber das ist das mit der KI, die muss ja immer hier rumspielen. Auch wenn es vielleicht nicht gemeint ist, aber ich finde es ein bisschen. Letzte Folge haben wir auch schon die Strecke gefahren. Aber ich muss natürlich die Strecke fahren, die was am meisten Geld bringt. Das heißt, lustig möchte. Logischerweise. Rote Welle ist heute angesagt. Immer stimmt mit der Welt. Ja, ich
Dafür habe ich ja auch das Favoriten-LKW eingestellt. Allerdings die größere Maschine. Und was ist heute los? Tatsächlich rote Wände heute. Machen wir die Feststellbremse hier rein, damit die nicht ständig auf dem Holzpedal bleiben muss. Eben zur nächsten roten Ampel. Hat doch nie was 50. Hat jetzt genau gefühlt. Was muss ich jetzt hier machen? Danke für die Kooperation, alles klar. Es hat sich ja jetzt gelohnt. Zeitverschwendung. Schlimm. Es sind hier ist eine Lieferung pünktlich ins Ziel. Ich habe jetzt dafür das Skadier im Blick, mein Auge, was ich gerne haben möchte.
Oder vielleicht nur den MAN oder wollen. Aber es empfiehlt nicht. Stopp! Folgst du mir schon auf Instagram? Wenn nicht, dann kannst du das hier unten gerne tun. Hier ist mein Name auf Instagram. Hier oben ist die Infokarte. Folg mir doch gerne für tägliche Posts. Kommuniziere jeden Tag mit mir in den Kommentaren. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß! Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare unter dem Video, weil ich weiß ja auch nicht. Okay. Aber die gute Entscheidung, nicht rüber zu fahren. Jetzt wäre es eigentlich so geil im ETS, wenn man so die ganzen Spurhalteassistenten, Auffahrassistenten auch hat, oder die integriert werden. Das wäre was Geiles. Ich jetzt. Also realistischer wird es gemacht. Oder was realistisch wird es schon sein. Wenn man die neuen LKWs anschaut. Da reicht unser Sprit nicht mehr bis bald nicht mehr. Nee, doch. Geht nach oben. Ich glaube, das ist ziemlich zurückgelegte Strecke. Ich weiß es nicht. Der Tank ist noch voll. Alles gut. Ob die Spritpreise wohl realistisch sind? Ich hoffe mal nicht. Anscheinend geht es bergauf, so wie der ziehen muss. Das kleine LKW-chen hier. So, wir fahren mal mit 160 jetzt rum. So, Licht müsste jetzt an sein. Ja, ist an, aber macht's auch nicht gerade länger. Aber wir haben es angeschaltet. Alles easy. So. Wir müssen nur langsam gucken, weil ich sehe nichts die Kamera mehr jetzt. Kann sein, dass er irgendwo die Facecam weggefallen wird. Ich bitte das dann schon vorab zu entschuldigen. Ich habe die Kamera nicht geladen, ich habe es wohl vergessen. Es sollte die Facecam wegfallen, dann entschuldigt es mich. Bitte. Im nächsten Video ist er logischerweise dann wieder voll funktionsfähig anwesend.
soll zumindest das Mustern darstellen. Salzburg an. Beziehungsweise sollte die Facecam wegfallen, dann fällt der Name des Mikrofons weg. Das ist halt natürlich blöd. Aber macht nichts, dann nehme ich das nachträglich noch auf, was wir verpasst haben. Alles easy. Wolfi hat für alles eine Lösung. Muss es nur im Blick behalten. Aber vielleicht hältst du noch diese paar Minuten durch. Salzburg ist halt hier. Ist ja nicht das erste Mal, aber immerhin überhaupt. Aber wir sollten da gleich ziehen. Da vorne wird schon angezeigt. Ich hoffe, der bezahlt uns jetzt auch gut, weil wir mindestens pünktlich sein müssen. So. Das ist es, wenn man sich nicht auf die Straße konzentriert. Auf den letzten Meter. Aber es ist eigentlich nur Kopfschütteln. So, jetzt aber aufpassen. Oh, natürlich. Wir fahren selber mit. Thank you.
So, bitte sehr. Wunderbar, ausgezeichnet. Basisvergütung, Erfahrungsbonus, Bonus für hochwertige Fracht, Auflieger-Rangierbonus, perfekt. So, was gönnen wir denn? Wenn wir jetzt Rang 2 machen, kriegen wir 10% höhere. Aber wir kriegen keine Erfahrungspunkte mehr. Wir machen das hier. Okay. Dann die Kamera doch noch durchgehalten, aber bevor sie zum Schluss jetzt natürlich einen Geist abgibt, bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Entschuldigung. Ja, muss auch mal sein. Entschuldigung. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Tschüss.